ja, was denn jetzt? Index und doch keine Punkte? Meine Damen und Herren, ich bin Roland Vogt. Seit 30 Jahren befasse ich mich mit Preisbildungsprozessen an den Märkten. Meine Ansprechpartner, das sind Pensionskassen, Vermögensverwalter, Handelsabteilungen. Ihnen verhelfe ich zum rechtzeitigen Marktaus- und Wiedereinstieg. Und in der Regel klappt das erstaunlich gut. Mein Schlüsselerlebnis war im Frühling 2018. Da waren von Mitte April bis Ende Mai die Indizes, das heißt SMI, Dow Jones, S&P 500, allesamt um etwa 6% angestiegen. Ein Markt tat sich damals besonders hervor, der DAX. Der stieg um 12%. Ja, und Sie wissen, was in solchen Augenblicken los ist. Alle wollen den SMI verkaufen und auf den besser laufenden DAX umsteigen. Ich musste selbst meinen professionell agierenden Kunden immer und immer wieder erklären: Nein, das bringt nichts. Während derselben Zeit, wo der DAX seine 12% zugelegt hatte, hatte sich der Euro um 6% abgeschwächt. Ja, und die 12% vom DAX minus die 6% vom Euro, das gibt dieselbe Performance, die auch die anderen Märkte hatten. Bringt also nichts, zwischen den Indizes zu wechseln. Ja, und die ganzen Verwirrungen geschehen immer wieder, weil notorisch bei den Indizes von Punkten gesprochen wird. Es sind aber keine Punkte und man kann das wiederholen, so oft man will, es wird dadurch nicht richtiger. Es sind Währungen. Beim SMI Schweizer Franken, beim DAX und Eurostox Euro, beim S&P 500 US-Dollar. Ich bin froh, dass ich von der Finanz und Wirtschaft Gelegenheit bekommen habe, jetzt mit diesem Artikel das Thema etwas tiefer zu beleuchten. Es ist für Sie auch unglaublich wichtig. Sie kaufen einen Index, geben dafür Geld und Sie kriegen wieder dasselbe Geld zurück. Wenn sich die Währung in der Zeit, wo Sie den Index halten, ohne dass der überhaupt gehandelt wird, wenn sich die Währung in derselben Zeit um 10% abschwächt, ist der Index automatisch 10% teurer. Er hat dadurch keine Wertvermehrung verursacht. Der Preis ist einfach gestiegen. Diese Erkenntnis ist für Sie unglaublich wichtig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen an den Märkten viel Erfolg.